Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinen Dokumentationsfilmen. Ja, heute zeige ich euch ein paar neue Strecken, die halt freigeschaltet worden sind. Die sind aber schwieriger als die ganz am Anfang. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil da sind auch ziemlich viele Kurven. Ja. Ja, so wie ihr merkt, dauert es halt ein bisschen, bis der das mal geladen hat und so. Aber das ist halt nicht so schlimm. So, jetzt sind wir wieder hier auf mein Profil. Mit OK bestätigen. Auf Rennserie gehen. Ja, und jetzt starten wir das Rennen. Ja, wir sind jetzt hier in Frankreich. Solche Strecken sind meistens nicht besonders einfach. Na gut, dann kann's da losgehen. Ja, also in diesem Rennen geht es darum, Checkpoints zu sammeln. Das ist nicht besonders einfach, weil, naja, der eine drängt den anderen von der Strecke. Und das wird meistens doof enden. Manchmal passiert halt auch, dass man die Checkpoints voll verfehlt, aber das ist halt nicht schlimm. Dann macht man aber wieder Neustart und dann ist alles wieder gut. Ja, der hat schon wieder versucht, mich von der Straße zu drängen. Mal gucken, ob wir das dieses Mal schaffen. Ansonsten müssen wir halt wieder auf Neustart gehen. Ist ja alles ist nicht so schlimm. Ob wir die noch einholen, weiß ich nicht, weil diese Strecke ja mittlerweile schon so kompliziert ist, das glaubt er nicht. Naja, egal, dann machen wir halt wieder einen Neustart. Passiert schon mal, nicht schlimm, also, und da sollte man sich nicht aufregen. Bringt ja alles nichts. Naja, wie auch immer. Ja. Da könnt ihr das ja sehen. Der zieht auch richtig gut. Also, das müsste man nur noch aufpassen, dass der uns nicht gleich wieder von der Straße schiebt. Das ist ja nichts Neues. Das machen sie aber meistens immer. Wir sind nicht unbedingt zu bändigen. Naja. Aber da müsste man ja schon auch selber aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwie ins Rutschen kommt oder so, weil das wird dann sonst böse enden. Ne? Ja, so ist das halt mal. Jetzt müsste man nur aufpassen, dass man hier auch vorsichtig fährt. Weil wenn man hier einen Fehler macht, ist es aus. Das habe ich damit gemeint. Mein Gott, kann man dazu noch sagen. Naja, aber was passiert, das passiert halt. Ist jetzt auch nicht schlimm. Kann man ja jederzeit wieder wiederholen. Das ist ja nicht das große Problem, ne? Ja, manchmal muss man diese Strecken auch mehrmals hintereinander fahren. Weil es immer komplizierter wird und schwieriger. Naja, müssen einfach mal schauen, wie man das machen kann am schnellsten so. Man muss halt auch mal ab und zu mal ein bisschen tricksen, damit das auch hinhaut. Ja, das wird an, aber das All wird dann schon von alleine kommen. So wie auch mal gesagt, ab und zu mal ausbremsen, ne? Sonst fliegt man hier direkt aus der Kurve raus, das wäre allerdings nicht so schön. Naja, okay. Das müssen wir irgendwie geregelt. Ja, das kriegen wir aber auch schon irgendwie so gerade um die Ecke.
Ja, das darf auf jeden Fall nicht passieren, weil sonst kann man direkt verloren. Das wäre allerdings dann nicht mehr so schön. Ja, da muss man halt. Na, das ist, was ich gemeint habe. Das geht nicht gut. Deswegen geht man ja auch sehr oft. Fährt man halt die Strecken auch sehr oft mehrmals, so wie schon gesagt. Ja. Aber das wird halt nicht so schlimm sein. Hoffe ich mal. Also manchmal solche Idioten hier in dem Spiel, das glaubt da nicht wirklich. Naja. So wie gesagt, da muss man halt, ich zeige euch das jetzt nochmal so, dass man halt die Strecken auch öfters fahren muss. Aber das ist ja alles halt nicht so wild. Das kann man noch irgendwie gebacken kriegen. Soweit. Nur wichtig ist, dass ihr euch da bei dem Spiel nicht immer so aufregt. Weil das kommt meistens gar nicht gut, wenn sich dann die Nachbarn auf einmal anfangen zu beschweren. So wie gesagt, man kann dieses Spiel auch immer wieder neu starten, das ist jetzt nicht das Drama. Gut, dauert dann zwar halt länger, aber in einer Zeit schafft man das auch. Dann. Und die sind wieder voll dabei. Beziehungsweise versuchen sie wieder von der Straße zu schieben. Soll aber nicht die Welt sein. Ist auch soweit alles okay mittlerweile. So, den habe ich jetzt erstmal weggeschoben. Damit der mir auch nicht so in die Quere kommt. Und hier würde ich jetzt auch aufpassen, weil hier kann man ganz schnell wegrutschen. Und das ist allerdings nicht mehr so schön, ne? Ja. Kann man einmal so sagen. Ja gut, der eine hängt da jetzt momentan fest. Das ist jetzt nichts Übliches soweit. Aber aufpassen muss man trotzdem hier auf der Strecke, weil sonst hat man nämlich gleich, ist man gelackt. Ja, wir sind jetzt nun ans Ziel angekommen. Ich bin jetzt halt Erster geworden. Ja, da ihr den Rest ja nicht gesehen habt, das liegt daran, weil dieses bekloppte Handy immer hängen bleibt bei der Aufnahme. Also nehmt mir das bitte nicht böse, da kann ich nichts für. Ja, so wie ihr hier seht, bin ich jetzt Erster geworden. Jetzt gehen wir auch weiter. Ja, und dann steht hier auch schon erster Platz. Da haben wir schon 1300 gewonnen. Und hier seht ihr auch schon diesen Pokal. Der wird allerdings immer noch mit aufgezeichnet dann. Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Rennen. Aber zuerst mal ganz kurz in die Werkstatt. Mal gucken, ob das Auto auch okay ist. Kann man ja sonst nie wissen, ne? Und sowas passiert halt. So, soweit ist alles soweit fertig. Ja, dann gehen wir jetzt auf zurück. Und starten das neue Rennen. Wir sind schon wieder mal in Frankreich. So wie bei der ersten Strecke halt auch. Nur dass es halt dieses Mal darum geht. Wahrscheinlich jetzt ein ganz normales Rennen. Ja, also hier sieht auch schon wieder die Liste. Und jetzt gehen wir einfach nur auf Rennen starten. Ja, eine Runde ist für diese Strecke jetzt angegeben worden. Und das sind jetzt solche Checkpoints. Da fährt man aber nur durch und dann hat man den auch schon. So wie gesagt, in manchen Strecken, da würde ich abbremsen, weil das kann uns ganz böse enden.
wieso, also keine Ahnung, wie der jetzt da hingekommen ist. Also, der war auf jeden Fall vor mir. Ich war ja noch Erster gewesen. Scheinbar habe ich den ja auch irgendwie überrunden können. Keine Ahnung, wie das kommt. Vielleicht ein Fehler auch am Computer oder so, keine Ahnung. Naja, wie auch immer, machen wir uns da nichts draus. Aber so wie gesagt, immer vorsichtig und nicht so schnell, weil sonst fliegt da alle aus der Kurve raus und das wäre allerdings nicht mehr so schön, ne? Das kam jetzt gerade nicht gut. Aber das macht ja nichts. Den kriegen wir gleich wieder.